Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Im letzten Part haben wir uns hier auf der GFS Valhalla genau umgesehen, allerdings haben wir hier noch nicht so wirklich viel anstellen können, ehrlich gesagt, weil uns da noch tausende Energiezellen fehlen, also tausend ist übertrieben, sieben Energiezellen fehlen uns davon insgesamt neun, und deswegen deute ich einfach mal daraus, dass die GFS Valhalla dann das Finalgebiet, oder auf jeden Fall eines der Finalgebiete, aber ich denke eigentlich schon das Finalgebiet von diesem Spiel darstellen wird, wo wir eben dann erst wirklich bis ans Ende kommen können, wenn wir halt alle Energiezellen haben. Ich denke einfach mal, so ist es, deswegen könnte man jetzt sagen, der letzte Part war verschwendet, aber nee, war er überhaupt nicht, weil wir haben tausende Sachen gescannt und wir haben einen Missile-Container ja sogar auch eingesammelt. Oder sogar zwei? Ne, einen glaube ich, ne? Also einen auf jeden Fall. Einen zweiten bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, es war nur einer. Auf jeden Fall völlig unnütz war das auf gar keinen Fall beim letzten Mal. Denn früher oder später hätten wir ja eh dann, also wenn ich jetzt zuerst nach Elisa wieder gegangen wäre und dann erst ganz am Ende hier hin zur Valhalla, das mache ich jetzt auch gleich nach Elisa, genau. Erst ganz am Ende zur Valhalla, wenn wir halt schon alle Energiezellen hätten. Ich will nicht zur Hauptlandung, ich will hier hin, ne? Oder ist das falsch? Also ich will auf jeden Fall halt ans hintere Ende quasi. Also nicht da, wo wir zum ersten Mal auf Elysia waren. Auf jeden Fall, früher oder später hätten wir das eh alles machen müssen und scannen müssen, die ganzen neuen Gegner, die es da auch gab und so weiter und so fort. Deswegen hat sich auf jeden Fall schon gelohnt und war ja auch eigentlich cool beim letzten Mal hier auf der Valhalla. Aber jetzt müssen wir gleich wieder abhauen und gehen wieder nach Elysia, wo wir jetzt eben mit der Screw Attack dann neue Sachen anstellen können. Und damit dürfen wir jetzt dann auch schon ziemlich gut da vorankommen können auf Elysia. Ich glaube ja auch, dass Elysia nicht mehr so arg lange dauern wird. Bis wir dann das auch komplett abschließen können und dann eben auch wieder zum Leviathan gucken können und dann da wieder den Bösewicht des Planeten oder halt des Gebiets dann platt machen können. Bin schon gespannt, wie lange das noch auf sich warten lassen wird, aber ich glaube nicht mehr so mega ultra lange. Also ich denke mal jetzt vielleicht noch dieser Part und der nächste und dann im übernächsten Part gibt es dann vielleicht schon den Boss. Das ist jetzt aber natürlich reine Spekulation, ich habe keine Ahnung. Aber an sich würde das so Sinn machen, weil wir waren jetzt schon auch längere Zeit in Elysia davor auch schon und haben da jetzt schon einige neue Fähigkeiten und so weiter mitgenommen. Und wenn wir jetzt noch ein paar weitere Parts uns hier umgucken, also halt ein oder zwei weitere Parts, wird es eigentlich Sinn machen, wenn danach auch mal der Boss hier kommt. Wo ich auch schon gespannt natürlich drauf bin, aber sehen wir mal. Und ich bin übrigens, bin ich richtig gelandet? Ich bin richtig gelandet. Hier wollte ich auch hin, genau. So. Jetzt können wir hier durch die rote Tür durchgehen, denn da dahinter war ja eine Wall-Jump-Wall. Und da dürfte ich ja jetzt mit meiner tollen neuen Screw-Attack entlangkommen können. Und damit kann ich dann eben auch wirklich an den Ort hin, wo ich auch hin soll, denn ich kann ja mal kurz euch zeigen, unser eigentliches Ziel ist es ja momentan. Finden Sie die Landestelle der GF, genau. Im östlichen Bereich der Himmelsstadt gibt es eine Landestelle der Föderation, die Sie über die westliche Himmelsbahn erreichen können. Genau, das ist auch schon alles, was wir wissen müssen. Denn, nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Denn das hier ist die westliche Himmelsbahn und da kommen wir jetzt hin. Deswegen sieht ganz gut aus, dass wir jetzt diesen Auftrag erfüllen dürften. So, deswegen jetzt dann auch gleich hier nach oben jumpen. Wir wissen ja, dass der Wandsprung sehr stark vereinfacht wurde, dass ich einfach irgendwann A drücken kann und deswegen hier sehr einfach und schnell nach oben gelangen kann. So. Kann ich hier noch irgendwas scannen eigentlich? Nein, offenbar nicht. Okay. Dann geht's auch gleich weiter. Kommt hier noch irgendwas in dem Raum? Nee, hier sind nur wieder komische Abzeichen, aber wir gehen einfach weiter. In diesen hier. Okay, und da sind wieder so Phasendinger, die ich wieder zerstören muss. Die sind sogar wieder rot, obwohl wir die schon kennen. Phasenranken sind unverwüstlich, Kapseln lassen sich mit, aber mit Waffen auf Phasenbasis beschädigen. Okay, da ist jetzt aber nur ein Schutzschild davor. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber offenbar doch nicht mehr. Die Druckscheibe dieses Schachts steuert die angrenzenden Lukenverschlüsse. Okay, ich muss mich also hier, also draufstellen geht nicht. Aus irgendwelchen Gründen ist Samus schwerer, wenn sie in Morphball-Form ist. Ich habe natürlich schon verstanden, was ich hier machen muss. Nämlich das hier. Yay, wir müssen zwar jetzt einiges an Energie hergeben, zurückverwandeln. Einiges an Energie hergeben, aber hat sich gelohnt, denn wir kommen dadurch weiter. Sehr schön. Kann ich nochmal scannen? Ja, kann ich, weil du jetzt außer Betrieb bist. Aber gibt bestimmt keinen Eintrag. Ja, okay. So, und dann sind wir jetzt auch schon, ist es jetzt hier schon genau das, wo ich hin will? Werde ich jetzt so, nee, noch nicht ganz. Ich muss jetzt noch hier entlang gehen und dann werde ich aber hier wieder rausgefeuert und komme irgendwo, oder was ist rausgefeuert? Aber ich komme auf jeden Fall dann irgendwo ganz anders wieder hin. Noch keine Ahnung, wo genau. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Aber erstmal will ich wissen, ob hier noch irgendwas ist in dem Raum. Nope. Oder kann ich dich scannen? Nee, sieht aber komisch aus, aber gut, wir gehen weiter. Und hier kann ich mich jetzt, ah, guck mal. Das ist aber ein bisschen sehr weiter Schuss, oder? Wenn ich mich bis ganz nach hier hinten ballern lasse. Das ist ein bisschen sehr weit. Aber das müssen wir offenbar machen. Ja, vielleicht ist Elysia auch doch größer, als ich dachte. Wenn jetzt da auf der anderen Seite nochmal ein genauso großes Gebiet kommt, wie jetzt hier. Auch schon am Anfang von Elysia. Dann, ja, dann wird es doch noch ein bisschen länger hier dauern. Als nur zwei weitere Parts oder so, wie ich vermutet hatte. Wir schauen einfach mal. Erstmal wieder hier mit Boostball-Action. Die Kanone überhaupt mit kinetischer Energie in Betrieb setzen. Wäre keine verkehrte Idee.
Und da bin ich echt schon sehr gespannt, wo wir jetzt uns da hinschießen lassen können. Und vor allem auch, wie jetzt wirklich bis da ganz hin. Ich meine, da hinten kann man so ein bisschen was erkennen. Aber kommen wir jetzt wirklich so weit? Oder warte mal, das ist ein neues Zeichen übrigens. Auch was bist du denn? Primäre Steuersystem einsatzbereit. Gondelzugang gewährt. Zur Einleitung der Hologramm. Ach, das ist gar kein. Das ist gar keine Kanone. Achso, ich fahre da jetzt Gondel. Oder wie? Das ist ja cool. Hui. Und wir kommen zu einem komplett neuen Gebiet wieder mal. Okay. Neuer Bereich erschlossen. Ja. Wo bin ich jetzt? Okay, das ist auch ein ganz neuer Ort. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt mir den gesamten Planeten angucke, jetzt bin ich hier. Nein, ich wollte nicht B drücken. Jetzt sind wir hier. Wir können sehen, dass hier, also rein von der Raumaufteilung her, dass hier schon noch einiges kommt. Also das erste Gebiet war zwar größer, aber das hier ist jetzt auch nicht so mega klein. Deswegen, ja, okay, dann werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu tun haben hier auf Elysia. Also ist doch größer dann Elysia, als ich dachte. Okay, dann will ich wieder zurück. Hä, wie kann ich denn zurück eigentlich? Ich drücke irgendwie immer... Ja, das ist interessant. Wenn ich immer wieder B drücke, dann komme ich hier wieder zurück. Und wenn ich hier B drücke, dann komme ich aber auch wieder zum Planeten. Zu Elysia, das ist ja seltsam. Okay. Wie kann ich das eigentlich wieder verlassen? Auf Samus zentrieren. Und jetzt kann ich... Oder ja, gut, oder ich drücke einfach 1. Das wäre auch keine verkehrte Idee. Aber mit B kann ich einerseits den Planeten... Oh, ich kenne die schon. Ja, das ist ein normales Schiff. Mit B kann ich einerseits den Planeten verlassen, aber auch... Schießen die mich? Ja, lol. Einerseits den Planeten verlassen, aber auch wieder drauf ranzoomen. Das war jetzt komisch. Aber na gut. So, wir gehen weiter. Und erkunden dann mal... Ah, ich kenne die schon. Erkunden mal diesen neuen Ort hier. Oder kann ich den? War das ein anderer? Der wirkte irgendwie ein bisschen anders als die anderen Typen. Muss man dann gleich mal genauer angucken. Wenn wir den nochmal als Gegner vor uns haben werden. So. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt wieder keine wirkliche Karte hier haben und ich nicht genau weiß, wie die einzelnen Räume immer aussehen. Also natürlich die, in denen ich drin bin, schon, aber ich habe keine Gesamtkarte. Über die restlichen Räume noch, die uns auch noch fehlen. Das wäre natürlich lieber, aber haben wir leider nicht. So, kenne ich dich jetzt schon? Ja, das ist der ganz normale Typ, der halt immer sein Schutzschild fallen lassen muss, wenn er mich angreifen will. Aber irgendwie haut der vor mir ab. Warum? Was ist das denn? Okay, hallo Pirat. Du bist ein normaler, oder? Ja, den kenne ich schon. Okay, jetzt soll ich auch wieder Hypermodus gegen den benutzen? Nee, ich glaube, ich mach's mal... Oder? Ja, obwohl, nee, soll ich glaube ich schon, weil das war ja die da so unendlich viel aushalten. Ja, ich benutze doch Hypermodus. Geht dann doch irgendwie schneller. So, na komm her. Jetzt ist er auch selber im Hypermodus sowieso. Ja, okay, dann nimm das. Und auch der andere. Ich will gar nicht verseucht werden jetzt, weil das kostet mich ja einen kompletten Energietank, wenn ich verseucht bin. Und hier waren jetzt nicht viele Gegner. Also verseucht zu werden lohnt sich eigentlich nur, da wenn wirklich sehr viele Gegner vor einem stehen. Und man halt sowieso total viele Schüsse gegen die brauchen würde. Und dann sowieso die Leiste leggen würde. Aber halt mit dem Verseuchungsmodus kann ich halt dann eben damit spielen. Kann ich da halt eben damit dann spielen, weil ich halt dann eben dafür sorgen kann. Ja, das geht so auf jeden Fall deutlich einfacher. Weil ich dann eben dafür sorgen kann, dass ich halt deutlich mehr Schuss habe als normalerweise. Also, aber gegen nur zwei Gegner lohnt sich das nicht wirklich, finde ich. Aber wie sieht denn der Raum jetzt eigentlich hier aus? Der sah ein bisschen kompliziert aus, glaube ich, ne? Ja, der hat ein paar viele Türen. Ach, was ist das denn jetzt? Der hat... Hier kamen wir rein. 1, 2, 3... Was? Der hat viel zu viele Türen, der Raum. Ja, da muss ich mir jetzt erstmal zurechtfinden. Hier, was ist das für ein Ding? Sicherheitstür scheint altersbedingt geschwächt zu sein. Sie lässt sich durch starken Beschuss beschädigen. Okay, machen wir einfach gleich mal. Ja, und du genauso. Ja, ich geh jetzt mal einfach hier diesen Weg erstmal entlang. Ich werde mich gleich noch gründlich umgucken. Kann ich damit jetzt nach unten... Wo bin ich jetzt eigentlich? Kann ich jetzt damit nach unten fahren? Nein. Wofür wirfst mich du jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Hier nach oben, oder? Ja. Aber nur... Auf jeden Fall nicht weit nach... Oh Mann, ey. Nicht weit nach oben. So, nimm das. Und stirb. So. Jetzt bin ich auch... Oh, jetzt setzen doch ein paar mehr viele. Mehr viele vor allem. Jetzt hätte ich vielleicht doch dann den Verseuchungsmodus aktivieren sollen. Aber passt schon. So, stirb. So, was ist jetzt das für ein Ding? Ich will erstmal das jetzt hier scannen. Was bist du jetzt? Was für ein Ding? Terronianischer Einschlussbehälter mit Nuklearmaterial. Handhabung erfordert besondere Vorsicht. Ich glaube, ich will da erstmal nicht reinsteigen. Ich meine, ich habe jetzt da unten auch noch einiges verpasst, wenn ich jetzt hier gleich diesen Gang entlang gegangen bin. Ich will noch mal kurz nach unten gehen. Mich nochmal kurz hier umgucken. Es tut mir leid. Oder ist hier unten überhaupt noch irgendwas? Doch, schon. Kann ich hier nicht in die Mitte von dem Ding auch rein? Genau, kann ich. Dich will ich auch noch kurz scannen. Was bist du? Aufzug inaktiv. Für den Normalbetrieb muss die Energieversorgung wiederhergestellt werden. Okay, ein Aufzug. Wo ich aber noch nicht weiß, wie ich den aktivieren kann. Ja, vielleicht mit dir da oben irgendwie.
Wenn ich mit dir irgendwas anstelle. Ja, okay, es war offenbar schon richtig, dass ich diesen Weg da gegangen bin. Okay, und mit diesem Aufzug hier komme ich dann wahrscheinlich nach unten und kann dann hier diese eine blaue Tür noch und auch die orangene Tür noch öffnen, weil die liegen ja etwas weiter unten. Und so den ganzen anderen Türen, die auch ein bisschen oberhalb liegen. Ist das der Ort mit dem Aufzug hier? Nee, oder? Das ist wiederum ein anderer. Ja, das ist einfach ein ganz anderer Gang nochmal. Ist aber auch alles sehr verwirrend hier. Wo war denn jetzt der Gang, den ich gerade eben gegangen bin? Der da, oder? Ich glaube schon. Und das ist wieder der Aufzug gleich. Und damit komme ich dann nach oben, kann dann eben auch die anderen Türen mir angucken. Oder? Genau, das ist der Aufzug. Wunderbar. Und ich werde jetzt auch gleich mal da in die Mitte reingehen. Vielleicht hat es auch gar keine Auswirkungen, aber es wirkt schon so. Ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Achso, ich nehme Schaden. Okay. Kann ich dagegen irgendwas machen? Aber ich muss mal noch mal kurz das durchlesen. Terror irgendwas, Einschussbehälter mit Nuklearmaterial. Handhabung erfordert besondere Vorsicht. Ja, was kann ich jetzt gegen dich machen? Überhaupt irgendwas? Es wirkt wieder mal nicht so. Ich gehe mal kurz mit Morph. Ja, aber das wird mir auch nur Schaden machen, ja. Kann ich hier sowas irgendwie machen? Oder mal eine Missile einfach so, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht wirklich. Das ist ja. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ja, das lassen wir, glaube ich, erstmal. Vielleicht kann ich den auch nicht durch Waffengewalt irgendwie ausmachen, sondern muss ich irgendwie durch einen Schalter oder sowas halt deaktivieren. Was bist du denn? Ach, die kenne ich schon. Echt, was bist du? Was bist du gewesen nochmal? Ach, du bist ein Barbareigeschütz, aber warum siehst du mich noch nicht? Bist du blöd? Hallo? Ah, jetzt. Okay, du bist aber nicht gerade der Allerklügste. Möchte ich mal anmerken, wenn ich direkt vor dir stehe und du mich nicht bemerkst, mein Guter. Aber na gut, ein Schadsprung reicht da sogar aus gegen die. Sehr schön. So. Das sind Kisten, die kennen wir. Und die Tür ist übrigens verschlossen hinter mir, aber das ist ja nur so ein, die ich wieder zerstören kann. Das ist also nichts Wildes. Und auch hier kann ich wieder durch. Und ich bin bei einer Tür. Okay, ich will mal kurz gucken, was ist hier dahinter. Wieder eine Wall-Jump-Wall. Und auch eine weitere Tür. Also hier geht es theoretisch weiter. Deswegen will ich erstmal nochmal kurz zurückgehen. Und schauen, ob ich noch irgendwie eine andere Tür auch finden kann, die ich noch entlang gehen könnte. Weil ich meine, es gibt hier so viele Türen, aber ich habe jetzt irgendwie keine andere mehr entdeckt, zu der ich Zugang hätte. Warte mal, wie komme ich eigentlich jetzt hier wieder raus? Kommst du mal wieder? Bin ich jetzt hier eingeschlossen? Aufzug ist blockiert. Deaktivierung des Sperrmechanismus auf obersten Stockwerk erforderlich, um den Betrieb wieder aufzunehmen. Achso, ich stecke jetzt hier fest, oder? Wie komme ich jetzt? Ah ne, ich komme hier raus, ich Idiot. Vergesst es. Und hier kam ich gerade eben her. Also hier ist der andere Aufzug, genau, mit dem ich wieder nach unten da komme. Ja, okay. So, hier war ich gerade eben. Und habe ich jetzt noch irgendeinen anderen Weg? Den habe ich gar nicht mehr. Ich müsste irgendwie hier nach oben kommen. Aber kann ich nicht. Nee, das ist die blaue. Das ist ja komisch. Ich meine, hier gibt es so viele Türen. Und die blaue Tür ist der einzige Weg, den ich gehen kann, weil alle anderen irgendwie noch blockiert sind durch irgendwas anderes. Durch irgendwelche Aufzüge, die nicht aktiv sind oder so. Also ich habe nur diesen Weg hier zur Verfügung momentan. Das ist sehr interessant. Aber gehen wir den halt. Soll mir auch recht sein. Solange wir noch zumindest einen Weg haben und nicht festhängen, dann ist das schon in Ordnung. So, und da ist wieder was Neues. Was bist du? Sicherungsgitter ist verriegelt, Gebrauch der angrenzenden Steuerschnittstelle erforderlich, halt um, es geht noch weiter, um Zugang zu unteren Ebenen zu erhalten. Okay. Warum ist hier eine Wand? Eine Wall-Jump-Wall? Ja, okay, ja, wahrscheinlich die führt nach unten. Ja, okay, das ist einfach nur, dass wir zurück nach oben kommen. Also momentan brauche ich die noch gar nicht, aber die ist halt dann wieder für den Rückweg gedacht. Ja, okay, verstanden. Und dich kann ich halt aktivieren. Jupp. Machen wir auch gleich mal die Bombenbulde hier. So. Hui. Und wir dürfen nach unten. Und müssen gleich nochmal so ein Ding aktivieren. Wieso haben sie hier zwei hingemacht? Man kann ich hier dich zerstören? Nein, wieso haben sie hier zwei so hingemacht? Das ist schon wieder komisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon wieder irgendwas verpasse. Aber ich gehe mal nochmal kurz nach oben zurück. Das hat zwar jetzt keinen Sinn. Ich mach's mal dran. Ah, da ist ein Missile-Container. Guck mal. Wie komme ich denn an den hin? Von hier aus? Offenbar nicht. Ich muss da irgendwie außen entlang gehen. Wie mache ich das denn? Ja, das kann ich wahrscheinlich dann erst von unten. Würde ich mal sagen. Ja, ich gehe mal nochmal nach unten. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe, ich werde da jetzt noch rankommen. Aber an sich meine Items kann man da nicht verpassen. Also, das ist nicht so wie mit Scans. Die kann man nicht verpassen. Deswegen, früher oder später, werden wir schon noch irgendwie an den Missile-Container rankommen. Hoffe ich jetzt mal. Kann ich denn hier nach draußen gehen? Ne, ich meine, das sieht alles hier brüchig aus, das Glas. Aber ich kann das nicht zerstören. Ich kann es auch nicht scannen. Und deswegen kann ich da nichts machen, offenbar. Leider. Ich würde gerne. Okay, hier komme ich nach draußen. Okay. Wo ist jetzt eigentlich die Tür gewesen? Warte mal, die Tür ist hier hinten. Okay, ich laufe jetzt hier außen entlang und gehe dann zur Tür. Und ich hoffe, dass ich jetzt einen Weg finde, um hier irgendwie nach oben zu kommen, weil ich eben den Missile-Container. Was zum. Den Missile-Container haben? Ist das dein Ernst? Ich muss mich nochmal gegen so ein Schiff hier kämpfen von den Piraten. Ja, ich mach mal trotzdem schnell. Ich werde jetzt aber keinen Hypermodus benutzen, weil ja normale Plasma-Beam reicht da auch locker aus eigentlich. Und geh mal ein bisschen her. Dankeschön.
So, dann hier sind wieder die normalen Typen. Okay. So komme ich nach oben. Verdammt nochmal, mit dem Spider-Ball. Den ich noch nicht habe. Das ist schlecht, leider. Kann ich eigentlich jetzt wieder theoretisch sogar zurückspringen? Zum Anfang? Das wäre interessant, weil wir haben hier eine coole Abkürzung. Ich will es mal kurz testen, ob das geht, ob es gleich eine unsichtbare Wand im Weg ist. Wahrscheinlich ist eine unsichtbare Wand im Weg. Wow, oder ich falle einfach durch den Boden durch. Weil das ist ja interessant. Oder ist es eigentlich, das ist doch schon der Ort, wo wir auch am Anfang waren, oder? Ich kann auch hindurch schießen, wie es scheint. Ja, das ist schon der Anfang gewesen. Also das klappt offenbar dann hier nicht. Das ist sehr interessant, dass ich da einfach durch den Boden durchfalle, weil es halt vom Spiel aus noch nicht geladen wurde. Die, wie ist das auf schlau? Collision Detection oder irgendwie sowas heißt das auf schlau? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die Kollision hier von der Plattform wurde hier nicht einprogrammiert, während ich in diesem Raum bin. Deswegen falle ich da einfach hindurch. Oder ich war gerade zu blöd und habe mich getäuscht, aber es wirkte so, als würde ich da gerade durchfallen. Also, ja. Ist offenbar keine Abkürzung, die man hier benutzen kann. Na gut. Dann halt nicht. Aber vielleicht heißt es ja, dass wir jetzt dann gleich hier irgendwo den Spider-Boy bekommen. Mit dem ich dann eben da mir den Missile-Container holen kann. Kann ja sein. Keine Ahnung. So, hier ist wieder so ein Ding. Warum sind jetzt eigentlich hier immer noch überall solche Grapple-Dinger, obwohl ich ja die Screw-Attack habe. Ich meine, ich würde ja hier auch mit Screw-Attack rüberkommen. So ein Ding bräuchte es doch gar nicht. Oder kann man hier auch schon hinkommen ohne Screw-Attack? Ne, kann nicht sein. Das geht auf gar keinen Fall, deswegen, keine Ahnung. Und, was sind hier jetzt? Ja, es sind neue. Oh Gott, nicht dein Ernst. Nochmal bessere von den Fliegenden. Ein Spitzenluftpirat, um Gottes Willen. Ja, gegen die, das wird jetzt ein Spaß werden. Panzerung widersteht Beamwaffen empfindlich gegen Explosionsstöße. Okay, also Missiles gegen die benutzen. Wenn die Beanspruchung besonders hoch ist, muss die Ausrüstung dem Rechnung tragen. Die Spitzenverbände der Luftpiraten tragen deshalb eine verstärkte Panzerung, die allerdings keinen Schutz gegen Explosionsstöße bietet. Ähnlich den Verbänden der normalen Luftpiraten führen sie im Gefecht zwei schwebende Angriffsgondeln mit sich. Diese verfügen über eine Partikelkanone um ein Magazin mit G-Bomben, die bis zur Detonation am Opfer haften bleiben. Nur mit schnellen Manövern lassen sich die G-Bomben abschütteln. Also normale Schüsse gegen die gar nicht, oder wie? Doch, sie leuchten gelb, also ich kann aber vielleicht schon was machen, aber soll ich auch mal nicht. Was denn, wenn ich jetzt gegen den Hypermodus benutze eigentlich? Ich meine, es wurde gesagt, dass Beamwaffen keine Wirkung erzielen, aber werden sie doch trotzdem, oder? Also, ich meine, der Hypermodus halt vor allem erzielt doch trotzdem eine Wirkung bestimmt, oder? Ja, und auf die Gebung, ja, muss ich schon achten, die auf mir haften bleiben. Kann ich jetzt normal Schaden machen eigentlich schon? Ich sehe nicht, ob du gelb oder rot leuchtest. Ja, ich sehe nicht, ob der jetzt gelb oder rot leuchtet. Oh mein Gott, ey, ja, ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Ja, lol, ist okay. Die machen mir so viel Schaden, ey, schlimm. So, und jetzt ist er tot. Okay, also mit Missiles mit einigen klappt das dann. Ich werde erstmal kurz den Hypermodus benutzen gegen den. Geht es jetzt so auch? Wie sieht er an? Ja, geht so auch. Okay, also Hypermodus wieder mal OP. Klappt also genauso gut. Aber ich meine, wenn ich halt den nicht benutzen will, dann sind offenbar Missiles besser als der Plasma-Beam, denke ich mal. So, was ist das eigentlich jetzt für ein Ding hier? Der Projektor kann offensichtlich über seinen Haken angehoben werden. Ein Projektor? Okay. Ja, keine Ahnung. Und was sind das hier eigentlich alles? Was ist das hier? Schienensystem. Achso, das sind auch alles Spider-Ball-Schienen. Was sind das für Dinger hier? Vorrichtung Bombenmulde. Inaktive Anlage gebrauchssetzt Wiederherstellung der Energieversorgung voraus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so eine Art Rätselraum hier ist. So ein großer. Und da ist wieder so ein Golem oder so. Skulptur stellt die Sucherin dar, die vor Jahrhunderten hier den Kosmos studierte. Ach, das ist jetzt diese Sucherin da. Okay. Warte mal, sind es jetzt wir? Sieht nicht ganz so aus irgendwie. Nee, dann wahrscheinlich doch nicht. Naja. So, was bist du für ein Ding? Elysianischer Satellit in Abschussposition. Planetares Ziel vom Holoprojektor wird benötigt. Okay. Also ich muss auf jeden Fall jetzt in dem Raum hier irgendwas anstellen. Dich kann ich auch noch scannen, das Außending da. Holoprojektor ist imstande, Satelliten zu angepeilten Planeten zu entsenden. Einheit ist derzeit außer Betrieb. Okay. Muss ich ja irgendwas anstellen in dem Raum? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was genau. Achso, nee, muss ich gar nicht. Ich kann auch nach unten gehen. Und unten erst noch was machen. Warte mal kurz, wie ist der Raum? Chozo Observatorium heißt der, okay. Kann ich jetzt hier schon was machen? Offenbar ja nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Hier ist auch wieder. Da ist auch wieder ein Schienensystem, wo ich dann nach oben kommen könnte, wenn ich denn den Mothball, den Spider-Ball hätte, meine ich. Aber habe ich halt da nicht. Kann ich mir eigentlich mein Schiff herholen zum Beispiel? Okay, ich kann ja auf jeden Fall was machen, guck mal. Kampfschiff verfügt derzeit nicht über die nötige Ausstattung. Okay, also ich muss hier irgendwas mit dem Kampfschiff machen. Bei dem Ding hier. Warte mal, was stand da nochmal genau? Nein, nicht du. Du.
kann offensichtlich über seinen Haken an, über einen Haken, nee, seinen Haken, angehoben werden. Also es ist schon so, also es wirkt schon so, als würden wir für unser Kampfschiff nochmal eine Fähigkeit bekommen, mit dem ich dann verschiedene Sachen anheben kann oder so. Weil an sich haben wir ja schon mal so eine Stelle, glaube ich, irgendwo im Spiel gesehen, auf Elisa, ich weiß nicht mehr genau wo. Aber irgendwie stand schon mal bei einem Scan-Eintrag sowas ähnliches, dass wir auch irgendwas mit einem Haken anheben können oder irgendwie so. Steuersystem des Projektors, Verbindungsschaden festgestellt, eine bleibt außer Betrieb, solange sie nicht vollständig repariert wird. Ja, okay, ich muss offenbar jetzt erst hier eine neue Fähigkeit bekommen für mein Schiff wieder, oder wie? Kann ich hier was machen? Bereich wurde kürzlich mit einer Phased-Abdeckung versiegelt, im Inneren lässt sich ein Energiemuster orten. Kann ich dich zerstören? Keine Ahnung, ich probiere mal ein bisschen was aus. Aber es sieht nicht so aus, ich hau auch mal kurz wieder Phasen drauf. Warum denn nicht? Nee, okay, während Phasen ist es sogar nicht mal, schimmert das nicht mal mehr, das Zeug. Eine Missile noch. Ist aber interessant, dass alles abprallt von dem Ding. Okay. Ja gut, lassen wir. Vielleicht kriegen wir jetzt hier halt, wie gesagt, dann eine tolle neue Fähigkeit wieder mal für unser Kampfschiff. Wird ja auch mal wieder an der Zeit, dass wir einen bekommen. Weil die Bordmissiles sind ja schon wieder ein bisschen her. Und da würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen, weil ich dann hier offenbar weitermachen könnte. Und auch an ein paar anderen Orten halt auch. Hier auf Elysia. Deswegen mal gucken. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir jetzt hier eine neue Fähigkeit für unser Schiff bekommen würden. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Jetzt bin ich wieder in so einem Raum. Okay, also so eine Raumanordnung kenne ich ja. Die ist ja sehr ähnlich wie andere Räume auf Elysia. Hier so ein mittlerer runter und dann solche Korridore, was auch immer der Plural von Korridor ist, drumherum. Und hier muss ich wieder schweißen. Okay. Aber erstmal will ich gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes zu scannen habe. Ja, ich kann dich auch scannen, aber ich weiß, dass ich bei dir... Oder kann ich dich... Habe ich Eintrag? Nee, kein Eintrag. Steuersystem des Aufzugs beschädigt. Ich muss schweißen. Ja, ja, ich weiß. Und das machen wir dann auch mal. So gleich, würde ich vorschlagen. So. Und wie mache ich das nochmal mit... Nee, mit... Ja, genau, das mache ich doch mit A, nicht mit B, ne? Oder? Genau, mit A, weil ich schieße ja normalerweise mit B. Jetzt habe ich meine Steuerung. Hier muss ich jetzt A drücken, um zu schweißen. So, ja, komm. So, genau nachfahren. Und yay! Dududududum! Dududududum! Yay! Und wir dürfen weiter. Können wir erstmal kurz Heilung haben, bitte? Ein bisschen, ja. Sehr schön. Dankeschön. Weitere Kisten hier? Nee. Okay. Dann nach oben. Und oben ist ja auch eine weitere Tür. Also, wir sind noch in keiner Sackgasse. Es geht noch immer weiter. Es wäre auch blöd, wenn wir in einer Sackgasse landen würden, weil dann hätte ich keine Ahnung, wo ich danach dann hin müsste, muss ich zugeben. Deswegen, ich hoffe nicht, dass wir jetzt allzu schnell in einer Sackgasse landen, ohne mit einer neuen Fähigkeit dann wieder rauszugehen. Also, ich meine. Was war das denn jetzt? Irgendwas hat mich da gerade angegriffen. Was ist du? Eine Springmine. Achso, die kennen wir aber schon. Okay, ja, einfach aus der Entfernung dann killen. Alles klärchen. Habe ich gerade gar nicht gesehen, weil es so klein war. Auf jeden Fall mit irgendeiner Fähigkeit will ich jetzt hier dort schon wieder rauslaufen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Fähigkeit für unser Kampfschiff ist, die nächste. Vielleicht ist es ja der Spiderball. Das wäre ja auch okay. Weil auch mit dem Spiderball kann ich ja einiges anstellen. Ich will den Missile-Container übrigens haben. Was seit. Okay, neue Sachen gibt es hier einige. Radwerk war einst Teil eines größeren Netzwerks, das zur Speisung angrenzender Gondeln diente. Und auch euch. Ja, auch euch will ich scannen. Aber die kenne ich, glaube ich. Oder so ähnlich kenne ich die schon. Sind es auch wieder. Ja, die kenne ich doch schon. Ein Schwarmbord ist das ja jetzt, okay. Agiler Flugmechanoid lässt Zielerfassung scheitern. Erzeugt Impulsattacken. Okay. Schwarmbots fliegen bevorzugt Informationen umher. Ihre hohe Agilität erlaubt es ihnen, Attacken fast immer auszuweichen und Flugmanöver auszuführen, die eine effektive Bekämpfung nahezu ausschließen. Gegnerische Objekte nehmen sie mit Energieimpulsen ins Visier. In ausweglosen Situationen stürzen sie sogar mit einer Selbstmordattacke auf ihre Gegner. Okay, das hört sich jetzt nicht so gut an. Ich kann die fast gar nicht treffen quasi, aber währenddessen kann ich sie auch treffen, wenn sie in der Formation hier sind. Oder kann ich? Was für ein Space Jump Tunnel A? Ja, was? Ja, ich weiß. Ich weiß, wie das Gürtel geht. Soll ich die noch gar nicht? Kann ich die nicht besiegen? Oder wie? Das ist aber komisch. Nee, ich glaube, ich kann die gar nicht treffen. Aber während die so... Aber ich meine, wir kennen doch so ähnliche Gegner, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Und während die hier in so einer Formation sind, da konnte ich die damals treffen. Aber... Ja, aber ich meine, der Tag sagt es mir ja schon. Ja, ich soll den offenbar... Aber vielleicht kann ich die ja mit einer Screw-Attack killen. Das kann natürlich sein, dass das geht. Nee, fliege ich auch einfach durch, okay. Die kann ich offenbar nicht töten. Mit gar nicht so ziemlich. Das ist ein bisschen fies, oder? Und jetzt werde ich auch noch hier wieder beballert. Ja, das ist dein Ernst. Ja, dann hau ich einfach ab. Wo komme ich da jetzt hin? Ja, ich glaube, ich komme da hin. Ist da eine... Nein, nee, ist keine. Halt. Ich wollte wieder zurückgehen. Ich dachte, da wäre eine Öffnung. Ich habe es doch gesehen, dass da verschlossen ist. Oder ist da verschlossen? Ja, von beiden Seiten ist verschlossen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen schief abgesprungen. Okay, aber ich kann ja die Richtung noch einigermaßen ändern. Ich habe das Gefühl, dass die Richtungsänderung hier irgendwie auch ein bisschen verbessert wurde. Jetzt kann ich es doch mal. Ah, mit Charge Beam. Okay, Charge, oder? Nee, aber jetzt... Ich habe es doch geschafft, dass die jetzt brennen. Und jetzt machen sie auch ihre Selbstmordattacke. Boah, sind die nervig, ey. Ich muss also warten. Und, okay, bis sie das machen. Und dann kann ich sie alle verbrutzen mit dem Charge-Beam. Ja, okay, verstanden. Alles klar.
Wie komme ich jetzt an den Missile-Container ran? Ja, ich muss vielleicht warten, bis ich dieses Rad hier ausgeschalten habe. Kann ich hier mit meinem Schiff wieder irgendwas machen? Nein. Ich meine, wie gesagt, da auf der Seite ist auch keine Öffnung, ne? Der ist auch zu. Ich glaube, das kann ich auch nicht öffnen durch Waffenbeschuss oder sonst irgendwas. Deswegen, ja, lassen wir erstmal. Aber ich meine, wir kommen immer noch weiter, wie gesagt. Es gibt immer noch keine Sackgasse hier. Deswegen, ich bin damit noch voll zufrieden. So, und euch kenne ich ja jetzt schon. Das sind die ganz normalen. Ja, nichts Neues. Okay. Gut, dann kill ich euch mal schnell. Bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Yay. So, aber dich will ich kurz scannen. Was bist du denn für ein Ding? Aufzugsteuerung hat Kurzschluss und funktioniert fehlerhaft. Aufzug kann nicht repariert werden. Okay, gar nicht. Das ist schlecht. Ich meine, ja, der Aufzug ist ein bisschen zu weit oben irgendwie. Gibt's denn hier oben Räume? Ja, schon, oder? Ja, da gibt's sogar einen weißen und einen blauen. Und ich kann den aber gar nicht reparieren. Ja, vielleicht ist es dann so, dass ich halt irgendwie. Ja, vielleicht ist es so, dass ich von der weißen Tür aus zu der hier komme. Und dann kann ich dadurch auch zur blauen gehen. Und vielleicht habe ich wirklich überhaupt keine Möglichkeit, von unten nach oben oder auch von oben nach unten zu kommen. Weil ich meine, es steht da dran, dass ich den überhaupt nicht reparieren kann. Ansonsten würde dran stehen, Reparatur von hier aus nicht möglich oder so. Aber ich kann es gar nicht reparieren, offenbar. Das ist seltsam. Aber na gut. So, und wir sind immer noch in keiner Sackgasse. Deswegen bin ich immer noch sehr froh drüber. So, du darfst auch sterben. Und das war's auch schon. Okay. Das sieht auch sehr interessant aus. Was ist jetzt alles hier? Ich bin so überfordert. Wieder Terronianisch, das kann man überhaupt nicht aussprechen, ey. Terronianisches Transportmodul zum Transport hochexplosiver Einstoßbehälter. Okay, diese Fenster hier kann ich auch scannen. Glasarbeit scheint zerbrechlich zu sein, vermutlich lässt es sich durch intensiven Beschuss zerschmettern. Ja, okay. Ja, aber ich kann da hinten noch mehr Sachen scannen, die ich auch noch, was ich auch nicht jetzt kurz machen will. Elektromagnetische Halterungsspindel, ausgefahren und mit Energie versorgt, durch Beschädigung der Leitung lässt sich das System einziehen. Okay, und da ist noch so ein Ding, aber dich. Ah, ne, ich kenne dich auch noch nicht. Was bist du? Knotenpunkt leitet Energie durch die Kabel zur Spindel. Zum Einfahren der Spindel muss er zerstört werden. Ich bin schon wieder so verwirrt. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. So. Ich will übrigens nicht nach unten fallen, merke ich gerade. Was muss ich jetzt hier genau machen? Dich jetzt abschießen, oder? Sehe ich das richtig? Und dich wahrscheinlich auch. Ist es korrekt? Ja. Hilfe. Okay, jetzt habe ich dich bewegt. Ne? Elektromagnetische Halterungsspindel eingefahren und ohne Energie, einer Behältposition bei. Ja, okay. Und das mache ich auch mit dir. Bam. Und jetzt? Hallo? Ja. Jetzt kann ich hier. Okay, jetzt kann ich hier auf die andere Seite kommen. Hier durchjumpen. Hui. Und komme ich hier zum neuen Ort? Bin ich jetzt am neuen Ort wieder? Ja, oh, das ist ja so, ey, Alter, das ist ja sowas von kompliziert hier. Also an sich, es sind zwar nicht viele Räume, die wir jetzt hier bisher erkundet haben, aber jeder Raum hat eine Milliarden Wege irgendwie. Und die Räume sind auch alle ziemlich klein und verwinkelt. Also es ist echt nicht einfach, sich hier zurechtzufinden, finde ich. Aber das ist ja schon eigentlich auf ganz Elysia der Fall. Was aber jetzt nichts Negatives ist, ne? Ich finde es ja cool, dass hier so ein bisschen zerstreut alles. Ist auch auf Elysia, also auch auf dem anderen, auf dem Hauptgebiet von Elysia, dass die Räume da so weit voneinander weg sind und über die Gondeln miteinander verbunden sind, finde ich auch total cool. Also ich mag Elysia wirklich bisher wirklich schon sehr. Und eigentlich finde ich auch Elysia bisher. Da finde ich es cooler als Brio, bin ich mir gar nicht ganz sicher, weil ich meine, Brio hatte ja dafür halt viele verschiedene. Oh, ah, hier ist wieder so ein Scan-Ding. Hat ja dafür viele verschiedene Orte, an denen man halt quasi war. Also viele verschiedene Gegenden, an denen man halt war. Halt einmal ganz normal Ruinengedöns, dann halt auch Feuer und Eis, halt alles in einem. Das war ja ganz cool irgendwie. So, und dich muss ich wieder abballern, genau. Um wieder einen Scan zu bekommen. Die ich ja bisher immer ziemlich cool verpasst habe, aber diesmal habe ich dran gedacht. Und zwar geht's um Föderation. Quälend langsam verging die Zeit, während unsere schlechten Träume uns peinigten. Wir ertrugen die Visionen, bis schließlich im Jahr 1435 unsere automatischen Defensivsysteme ausgelöst wurden. Eine Vielzahl fremder Wesen, stark bewaffnet und gepanzert, drang durch unsere Kampfabschirmung in die Elysia-Station vor. Gemäß der Sicherheitsprotokolle wurden wir aus der Stasis reanimiert, um unsere Welt zu verteidigen. Während des Kampfappells eröffneten die Fremden die Kommunikation und erklärten ihre friedliche Gesinnung. Die Waffenruhe wurde ausgerufen und schon bald begannen wir, mit der Galaktischen Föderation zu verhandeln. Das Elysia-Abkommen läutete eine neue Blütezeit für uns ein. Ah, da sind die GFS-Leute hergekommen. Okay, schön. So. Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich mich nochmal kurz zurechtfinden. Jetzt bin ich hier in so einem Raum, der aber nur einen Ausgang hat. Das ist ganz gut. Ah, da hinten ist übrigens auch noch etwas. Das ist eine Landestelle B. Die sieht genauso aus wie die andere. Und die ist schon eingezeichnet. Und zu der, okay, ja, weil ich zu der wahrscheinlich auch hin soll. Stimmt, Himmelstadt Ost, hier soll ich hin. Obwohl die aber kein. Warum hat die eigentlich kein Fragezeichen? Ich meine, normalerweise müsste ich doch eins haben, oder? Weil da soll ich doch hin. Oder? Ich denke mal schon. Ja, trotzdem komisch. Vielleicht kriege ich ja dann bei der anderen Landestelle. Vielleicht kriege ich ja da meine Fähigkeit für das Schiff. Das kann natürlich sein. Weil da kann ich es ja herbeordern und dann ist da halt vielleicht auch so eine Apparatur angebracht, die dann auch wieder halt meinem Schiff eine neue Fähigkeit verleiht. Eben, dass ich halt.
irgendwelche Sachen abtransportieren kann oder sowas, keine Ahnung. Oder halt irgendwelche Sachen nach oben ziehen kann, ich weiß nicht genau. Ja, und will ich hier noch kurz hingehen? Kenne ich euch schon? Seid ihr neu? Ich gehe mal noch kurz hier entlang. Okay, das sind die ganz normalen Idioti-Primi-Bots, sind das einfach nur. Ja, okay. Das sollte kein Problem sein. Ich spiele wieder ein bisschen Bowling. So, und hui! Ja, das hat ja. Excel funktioniert Strike quasi, oder ihr Foul. So, jetzt aber Bam. Aber ich kann irgendwie nicht so viele. Ja, ich soll es nicht mit Bowling machen. Das ist dann doch so etwas effektiver, gegen euch vorzugehen. So. Und ja, komm, stopp halt jetzt, du Arsch. Ist es ein anderer? Nein, ist ein anderer. Ist er jetzt im Hypermodus? Tatsächlich, wir sind im Hypermodus-Zustand. Okay, das ist interessant. Konnten die das davor auch schon? Nee, oder? Das ist aber komisch. Ich meine, du bist doch immer noch ein Primi-Bot, oder? Schon irgendwie, oder? Sind das Primi-Bots? Ja, natürlich. Und die können aber in den Hypermodus wechseln. Das ist sehr interessant, okay. Ja, ich will jetzt aber trotzdem keinen Hypermodus benutzen, selbst wenn er im Hypermodus ist, was natürlich sehr viel besser dann wäre, weil ich halt meine normalen Attacken dann kaum Schaden machen, aber es sind nur Primi-Bots und da hatte ich jetzt keinen Bock, deswegen dann zu wechseln, das ist schon in Ordnung. So. Bevor wir aber hier rüber gehen über diese Brücke, würde ich erstmal sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier auf Elysia weitergehen wird, in diesem komplett neuen Gebiet, wo wir davor noch gar nicht waren. Und wir kommen auch immer näher dieser Landestelle und dürfen dann da vielleicht eventuell eine neue Fähigkeit fürs Kampfschiff bekommen und können dann hier weitermachen in irgendeinem von den Räumen. Keine Ahnung mehr, wo jetzt das genau war. Ich glaube, der war's. Ja, ich glaube, der war's. Oder was, der hier? Ne, ich glaube, der war's. Und auch noch ganz viele andere Räume können wir dann erkunden. Also es gibt hier so viele Türen, also so viele Türen auf so engem Raum, das ist echt schlimm einfach nur. Also, mal gucken. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.